Bye bye, baby, bye bye. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da, 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 da. Gesundheit. So, jetzt kommen wir zu unserem musikalischen Gast heute in der Sendung. Die Terrorgruppe ist hier. Und wir schauen uns, glaube ich, erstmal einen Videoausschnitt an. Ist das richtig? Ja, richtig. Ja, und dann sind sie gleich da. Ja, und jetzt sind sie endlich hier, die Terrorgruppe Neulich Nacht. Was habe ich da gerade gehört? Ich wäre gern homosexuell. Das hieß genau. In eurem Falle lesbisch. Ha! Ja. Nein. Leg los. Neulich Nacht, das ist die aktuelle Single von der Terrorgruppe. Bitte. Darf ich erzählen? Neulich Nacht hatte ich einen Traum. Ich war schwul, ja, man glaubt es kaum. Völlig schweißgebadet bin ich aufgewacht. Was hab ich da nur mit all den Männern gemacht? Irgendwie blieb so ein Nachgeschmack, es hat Spaß gemacht. Ihr bestimmt, der spinnt. Soll sehen, wie ihr Land gewinnt. Doch ich sing das nicht, um euch zu provozieren. Von mir aus könnt ihr dieses Lied zensieren. Ich bin einfach nur höllisch neugierig. Ja, so neugierig. Bis gleich, jetzt gibt's erstmal Werbung. So, oh, da sind wir schon wieder. Oh, da ging's aber ganz schnell aus der Nummer raus. Meine Güte. Dieter, wie hat dir Terrorgruppe gefallen? Das ist nicht so mein Ding. Ist nicht deine Musik? Nee. Nee, aber ihr habt doch hier diese schönen Dinger von ihnen bekommen. Wo sind sie denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Hä? Hast du sie, wo habt ihr hin? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sag mal. Ach hier, ich hab sie, alles klar. Das muss man doch zeigen, guck mal. Wir haben extra für dich was gebastelt. Das muss man doch anerkennen. Hier. Ja, aber das war ja früher nicht so, wir haben uns das ja nicht selber um den Hals gehängt, die eigenen Namen. Ne? Das war ja ein bisschen anders. Ach so, aber ich finde das sehr gut. Ja. Dili und für Thomas, wie so Stulle.
Also ich muss, ich habe mir was mitgebracht. Was ist eigentlich aus dieser Kette geworden? Du hattest doch schon mal... Weil es ist ja dein gutes Recht. Ruhe jetzt. Er hat schon mal jemanden gehabt, den er ganz toll fand. Wer, ich? Ja. Lass mal sehen. Sieht man das? Nee, Stefan Raab. Das ist Stefan Raab. Das ist einfach geil. Wo war das denn? Wo hast du das her? Ja, ich habe noch mehrere schöne Sachen. Hier haben wir auch noch, guck mal, Foto, ganz viele, Stefan. Das ist ein Abiturfoto. Guck mal hier, ganz viele Fotos haben wir da. Und hier ist er in der Mitte. Da sieht man ihn. Wo ist er? Wo habt ihr denn das her? Ja, das bin ja nur ich. Ja, ja, klar. Wie habt ihr das denn gemacht? Das ist, von meinem Abitur. Wo hast denn du das her? Kennst du einen? Ich habe überall meine Connections. Das ist ja geil. Das ist das Original. Ich schenke sie dir. Ja, danke. Ja, wo ist das hier? Erzähl doch mal. Das habe ich von einem ehemaligen, wie heißt das hier, Mitabiturienten. Von mir? Mhm, logisch. Von wem? Von Axel. Kennst du Axel? Axel Schander. Ja. Du Arschloch, wo bist du? Wenn ich dich erwische. Ja, Arschloch, ich konnte ja schon immer noch nicht, schon nie konnte ich den leiden. Stimmt, der hat mir mal erzählt, dass er dich kennt. Ja. Da kannst du mal sehen. Was meinst du? Ich habe gefragt, ob es auf der Hilfsschule Abitur gibt. Ah, auch ein Sonnenschiss. Ja, muss sagen, alle Achtung, guter Lacher, den der Dieter hier vorbereitet hat. So, jetzt gibt's was ganz Interessantes, denn Thomas war ja schon mal bei uns und auch Dieter war schon mal bei uns. Und jetzt gucken wir mal, Thomas hat damals bei uns musiziert, ja? Live mit den Rias Boys. Schauen wir doch mal rein, wie das war.